Auf der Grünen Woche gibt es nicht nur zu essen, sondern auch zu trinken. Hier sind echt viele Flaschen. Weinflaschen insbesondere. Und Oliver, ich soll mal drauf gucken, Entschuldigung, Bulat von Düren von der Firma Bacchus hat ganz viele mitgebracht. Wie viele denn insgesamt? Ja, wir sind mit über 200 Flaschen hier, also Flaschen Wein vertreten. Und das ist so mit unser größtes Angebot, was wir hier auf einer Messe in Deutschland haben. Darunter ist ja auch ein ganz besonderer Wein, der Big Feet aus Südafrika. Können Sie etwas dazu erzählen? Ja, also ich denke mal, das ist was ganz Einmaliges. Sowas hat es noch nie gegeben. Das ist der erste Wein der Welt, der nicht gepresst wurde durch Maschinen oder durch Füße, wie es früher üblich war, sondern der wurde gepresst von Elefanten. Das ist eine Idee, die im letzten Jahr entstanden ist. Und daraus ist ein ganz tolles Produkt geworden, ein südafrikanisches Produkt. Das war in Merendal von unserem Weingut, mit dem wir zusammenarbeiten, dort dann halt haben produzieren lassen. Ja, das Besondere daran ist natürlich der Geschmack und sicherlich auch der Preis. Mit unter 10 Euro, 9,90 Euro, ist das was ganz Besonderes. Wer Interesse hat zu sehen, wie das passiert, kann man es schön im Internet sehen. Auf YouTube haben wir unter Big Feet das, oder Merendal und Big Feet kann man das sehen, wie die Elefanten wirklich einen Wein pressen. Und da ist er im Glas drin. Ich denke mal, Sie probieren ihn mal und lassen sich davon mal überzeugen. Also er ist sehr süßlich, hat eine fruchtige Note. Ist der im Eichenfass gereift oder nein, wie ist der nicht? Nein. Das schmeckt man überhaupt nicht raus. Also der ist sehr süßlich, hat einen schönen Film hier innen drin. Auch als Dessertwein zu empfehlen. Aber das Besondere ist trotzdem mit den Elefanten. Ich habe gehört, das ist ein Waisenhaus für Elefanten, die dort leben an dem Weingut. Ist es ein Deutscher, der diesen Wein produziert? Nein, der Inhaber ist ein Schweizer, der in Merendal halt tätig ist, und dieses Weingut ist etwa eine halbe Stunde entfernt vom wunderschönen Kapstadt. Und es ist so, dass auch jede Flasche, die hier verkauft wird, geht ein Rand an eine Stiftung, die sich um Waisenkinder, sozusagen Elefantenwaisenkinder, kümmert. Und das, denke ich mal, ist noch eine ganz schöne Sache. Wenn man eine Flasche Wein trinkt, dann weiß man, man hat auch noch was Gutes getan. Also die Elefanten trampeln auf den Trauben rum? Oder wie geht das vor sich? Genau, richtig. Also die haben ja sehr, sehr, sehr weiche Füße. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, als diese Sache gemacht wurde damals, da haben wir die Elefanten gar nicht gehört. Ja, die gehen wirklich auf so leisen Füßen, gehen die los. Und natürlich war die Traube oder die Trauben waren natürlich in einem extra dafür in eine Folie eingeschweißt. Das heißt, der Kontakt zwischen Tier und Traube kam natürlich nicht zustande. Also ich muss sagen, der Wein schmeckt vorzüglich, überhaupt nicht nach Elefanten, aber die Vorstellung, dass er von Elefanten zertrampelt, die Trauben zertrampelt wurden, ist schon witzig und macht den Wein zu einem ganz besonderen Genusserlebnis.